Wahrlich, wir haben ihn zu einem Koran in arabischer Sprache gemacht, auf dass ihr ihn verstehen mögt. Weshalb der Koran auf Arabisch herabgesandt worden ist, begründet Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah, auf dass wir ihn besser verstehen mögen. Doch bedeutet dies, dass der Koran auf einer anderen Sprache hätte nicht verstanden werden können? Oder weshalb kam die Botschaft sonst zu den Arabern? Um diese Fragen beantworten zu können, blicken wir einmal in die Geschichte. Es war die Zeit, in der Byzanz und Persien immer mehr Länder eroberten und ihre Herrschaft sich ausbreitete. Beliebt waren küstennahe Gebiete, die von strategischer Bedeutung waren. Zudem hatten diese Länder ein angenehmes Klima und fruchtbare Erden. Die arabische Halbinsel hingegen war in ihren Augen nur ein heißer Fleck sandiger Boden, in dessen Eroberung sie keine Vorteile sahen. Für sie war die Wüste kein Ort, worin Menschen freiwillig leben wollen würden. Somit blieb die arabische Halbinsel unbeeinflusst von der Lebensart der beiden Großmächte. Doch blicken wir nur nach Mekka. Nachdem die Pilgerfahrt mit der Errichtung der Kaaba für jeden Gläubigen zur Pflicht erklärt worden war, entwickelte sich Mekka zu einer beliebten Handelsstadt bis hin zum Zentrum der arabischen Halbinsel. Viele Generationen und Jahre vergingen, bis die Quraysh als Nachfahren Ismail a.s. entstanden und die Führung in Mekka übernahmen. Ihre Religion, dessen Ursprung bei Ibrahim a.s. war, wurde mit den Jahren verschmutzt und sie wurden zu Götzenanbetern. Doch wie konnte es dazu kommen? Als Reformer des Monotheismus bis hin zum Polytheismus galt Amr ibn Luhay. Er war der Anführer des Stammes der Khuza und ein geschätzter Mann, der für seine Fürsorge um sein Volk bekannt war. Auf einer Reise in Escham beeinflusste ihn eine Gruppe Menschen, die er sah, als sie Götzen anbeteten. Er verstand dies als eine Bereicherung für die Religion und brachte auf der Rückreise nach Mekka die erste Götzenstatue mit, die er in die Mitte der Kaaba aufstellte. Der Götzendienst verbreitete sich schnell und mit der Zeit kamen immer mehr Statuen dazu, die an und um den Wänden der Kaaba aufgestellt wurden. Einige Riten der Quraysh, die ihren Ursprung bei Ibrahim a.s. hatten, blieben jedoch bestehen. So umkreisten sie die Kaaba, verweilten in Mina und steinigten die Säulen in Aqaba. Obwohl ihr Gottesbild verzerrt war, verloren sie nicht den Glauben an Allah als Schöpfer. So sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran: Sie verehren statt Allahs das, was ihnen weder schaden noch nützen kann. Und sie sagen: Das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Ist es also die Anerkennung von Allah subhanahu wa ta'ala als Schöpfer gewesen, welche die Quraysh zum Adressaten der Botschaft machte? Womöglich war dies auch ein Grund dafür. Der wichtigste Grund allerdings war ein anderer. Allah subhanahu wa ta'ala hat seit der Erschaffung des Menschen zahlreiche Propheten auserwählt, denen er besondere Fähigkeiten gab, mit der sie sich als Gesandte authentifizieren konnten. Nehmen wir als Beispiel das Ereignis zwischen Musa a.s. und dem damaligen Pharao. Der Pharao stritt ab, dass Musa a.s. ein Gesandter Allahs war und behauptete, er sei nur ein Zauberer. Dies wollte er seinem Volk beweisen, weshalb er die besten Zauberer herbeirief, um gegen Musa a.s. anzutreten. Als diese nun ihre Stöcke und Seile umhertanzen ließen, befahl Allah subhanahu wa ta'ala Musa a.s. seinen Stock zu werfen. Dieser verwandelte sich in eine Schlange und verschlang all das, was sie vortäuschten. Direkt warfen sie sich ehrerbietig nieder und sagten: Wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Musa und Harun, und es macht uns nichts aus, wenn der Pharao uns auf der Stelle töten lässt. Denn wir werden gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Sie waren es, welche die Zauberei am besten beherrschten. Doch das, was sie da sahen, hatte nichts mit ihrer Zauberei zu tun. Für sie war es klar, Musa a.s. spricht die Wahrheit. Um die göttliche Offenbarung zu beweisen, war solch ein Wunder auch für die Araber nötig. Allerdings musste es diesmal etwas anderes sein, welches die restliche Zeit der Menschheit überdauert. Allah subhanahu wa ta'ala übertraf die Quraysh genau darin, worin sie die Besten waren. Die Araber beherrschten die Sprache so gut,
dass das Dichten regelrecht zum Volkssport wurde. Die besten Dichter hingen ihre Werke an den Wänden der Kaaba auf, um andere dazu herauszufordern, etwas Besseres hervorzubringen. So übertrafen sie sich jedes Mal gegenseitig in Form und Stil ihrer Gedichte. Als nun die ersten Offenbarungen kamen, von einem Mann aus ihrer Mitte, von dem sie wussten, dass er weder schreiben noch lesen, geschweige denn dichten konnte, war vielen von ihnen sofort klar, dies können nicht die Worte eines Menschen sein. Die Ayat übertrafen alles ihnen Bekannte, sodass sogar die Leugner es nur aus Arroganz nicht annahmen. So fordert Allah subhanahu wa ta'ala die Ungläubigen noch bis heute heraus, etwas Ähnliches hervorzubringen. Sprich, wenn sich auch die Menschen und die Dschinn vereinigten, um etwas Gleiches wie diesem Koran hervorzubringen, brächten sie doch nichts Gleiches hervor, selbst wenn sie einander beistünden.